los. So, hallo liebe Leute, Bastelstunde in der Einraumwohnung. Wir haben vor gefühlt einem halben Jahr schon auf der Messe in Düsseldorf was, ne? Haben wir eine tolle Folie gesehen, hatten wir euch auch vorgestellt. Das ist diese hier von TecoSmart. Sieht man das? Ja. Und wir waren begeistert davon, weil das eine Folie ist, die man ganz, ganz einfach blasenfrei aufkleben kann auf alle Möbel und so weiter und so fort. Und die haben wir dann gleich mal mitgenommen. Wir wissen jetzt endlich, wo sie hin soll. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis wir die jetzt tatsächlich aufkleben. Wir wollen diese Tür zum Whiteboard machen, damit der Lehrer hier auch immer schön was zu schreiben hat. Ja, und das zeigen wir euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und jetzt machen wir erstmal die Tür sauber. So ist es. Auf geht's. So, 1:0 für die Firma Harms. Hat gut geklappt, ne? Ja. Also relativ stressfrei. Ohne Ehekrach. Ohne Ehekrach. Aber sowas ist immer stressig. Also Folie ankleben, wer sagt, das ist stressfrei auf so einer riesen Fläche, der spinnt. Man macht das ja nicht jeden Tag. Aber das hat sehr gut geklappt. Und ab und zu gibt es dann mal eine kleine Luftblase hier drin. Und nun muss man wissen, dass dieses Wellenmuster, diese Luftkanäle, mit denen man die Blasen wieder rausdrücken kann, zur Längsseite gehen. Also man kann jetzt nicht mit dem Rakel nach oben streichen, das wird nicht viel bringen, sondern man streicht langsam, sehr langsam, denn die Luft muss ja irgendwie raus durch diese Kanäle. Streicht man so eine Blase zur Seite raus und dann ist sie weg. Wie von Geisterhand mit dem Rakel geht das sehr gut. So, das heißt, jetzt nehmen wir die Tür raus, legen die nochmal hin und schneiden die Kanten nach. Da hat Chefin schon gesagt, dass er möchte sie persönlich machen. Ich werde dabei nicht im Weg stehen. Moment, kiss the frog, kiss the cook. So, weggewischt. Jetzt ist es richtig. Wir haben die Folie angebracht, blasenfrei, ist super geworden. Knut hat die Drückergarnitur, Armatur, wie auch immer es heißt, wieder angeschraubt. Und ihr seht, wir können schreiben und wir können auch wieder abwischen mit diesen tollen Stiften. Wichtig ist, ein guter Whiteboard-Stift und ein guter Filz, Radierer oder Wegwischer, wie ihr das Ding auch immer heißen mag. Und dann klappt das auch. Und dann können wir nämlich unsere Einkaufsliste da drauf schreiben und nicht irgendwie so komischen Kram wie Kisse Cook oder so, die auch ganz wichtig ist. Aber und Wiebke, wie lange hat es gedauert? Das ging ruckzuck. Die Folie ist wirklich so, dass man sie aufkleben kann, die Blasen rausdrücken kann. Was wir noch gemacht haben, drumherum den Rand abgeschnitten. Und ich habe dann nochmal schnell ganz feinen Schmirgel genommen, habe das ein bisschen abgeschmirgelt, weil diese Folie ist sehr dick. Die ist sehr fest und wenn man die schneidet, auch mit einem scharfen Cutter hier entlang, bildet sich eine ziemlich scharfe Kante. Ja, sollte man vielleicht ein bisschen wegschnürgeln, dass wir nicht, wenn man hier vorbeiläuft und hängen bleibt, dass man da nicht die Folie abreißt. So, nur so von uns. Weiß nicht, ob man das machen muss. Wir sind auf jeden Fall fertig und wir sind zufrieden und wir lassen das jetzt so. Bis denn!